bekämpfen. Und gemeinsam werden wir sie zurück in den Orkusnebel treiben. Ja, liebe Leute, das war Let's Play Mass Effect. Ein herrliches Spiel. Ich finde gerade das Ende sehr schön. Also ab dem Punkt, ab der Firma ist schon eigentlich ab da, wo ihr die Atombombe zündet, ab da wird das Spiel wirklich richtig gut, richtig episch, richtig emotional, richtig tiefgründig. Und ich meine, wir haben jetzt am Ende viel erreicht. Die Menschen sind im Rat, die Reaper, zumindest die Vorhut wurde zurückgedrängt. Ja, jetzt werden sich sicherlich einige fragen, wann denn Mass Effect 2 kommt. Dazu kann ich leider noch nichts sagen. Also ich werde es jetzt direkt bestimmt noch nicht spielen, aber... Also ich werde es spielen, aber jetzt wird wahrscheinlich erstmal andere Sachen kommen. Jetzt, wo das Projekt beendet ist, ich möchte erst noch andere Projekte machen. Es wird auf jeden Fall kommen. Vielleicht mache ich das mal ein Zwischenprojekt oder zwei und dann kommt es. Und wir werden auch diesen Charakter importieren, damit das Spiel, also da sind so gewisse Punkte da, wie Rex hat überlebt, wir hatten eine Romanze mit Ashley, der Rat wurde gerettet, wir waren gut, wir waren Biotika und. Also ein paar Sachen werden da halt dann mit übernommen. Und jeden Fall drauf, naja. Jetzt muss ich ja dann mal wie immer meine Fazit zum Aspekt abgeben, also ich habe ja eben schon gesagt, sehr tolles Spiel. Erstmal dann danke an alle, die zugeschaut haben. Natürlich auch danke an BioWare für dieses tolle Spiel. Also nicht nur an BioWare, auch an EA, die da mitgearbeitet haben. An Bing Video, an Isaac T und an D-Merge Studios. Ja, also danke dafür. Danke auch nochmal den Zuschauern. Mass Effect. Tolles Spiel. Wir werden es gleich noch nach den Credits dann noch uns die Extras anschauen und... Naja, jetzt zu meinem Fazit. Also, ich finde das Spiel genial, einfach weil aus dem Grund ist es ein Shooter mit Rollenspielelementen. Allein das finde ich schon total gut. Rollenspielelemente finde ich immer gut, Level generell auch, dementsprechend. Ja, dann auch die Fähigkeit, man kann es ja vielfältig spielen, wenn man es jetzt als Biotiker gespielt. Ihr könnt das zum Beispiel auch als Soldat spielen, wenn ihr dann vier Waffen habt, die ihr alle nehmen könnt. Ja, also das Sturmgewehr, die Schrotflinte, das Scharfschützengewehr und die Pistole und dazwischen wechseln könnt und da noch schwere Rüstung dran könnt, dann kämpft ihr aber quasi nur. Aber dann habt ihr zum Beispiel diese Fähigkeit mit der Pistole, mit dem Guns of Schießen, dasselbe habt ihr dann für Sturmgewehr, Schrotflinte und Sniper halt. Wobei ich glaube bei Sniper und Schrotflinte, ich glaube bei Sniper war es ein gezielter Schuss und bei Schrotflinte heißt die Fähigkeit glaube ich Blutbad, also das macht halt besonders viel Schaden. Egal, dann könnt ihr es noch als Techniker spielen, wo ihr dann mehr Kisten öffnen könnt und dann könnt ihr so Sachen machen wie die Schilde eurer Feinde überlasten, damit die ausfallen oder auch die Waffen überlassen, damit sie nicht mehr feuern können. Also tolle Dinge und dann könnt ihr natürlich immer noch Hybridklassen spielen. Ich habe aber den Experten aus dem Gebiet, weil ich die Biotik sehr cool finde und ich finde eigentlich, dass in Mass Effect die besten Klassen der Frontkämpfer und der Biotiker sind, also der Experte. Und allein deswegen schon habe ich den gewählt, weil ich ja auch Mass Effect 2 spielen möchte. Naja. Also, ja, das war soweit mein Fazit zum Mass Effect. Obwohl, ein paar Sachen kann ich auch noch sagen. Also ich fand die Musikgestaltung auch brillant, die Levelgestaltung, generell das ganze künstlerische Zeug sehr schön gemacht. War einfach sehr stimmig, sehr atmosphärisch. Dann auch noch sehr dynamische Kämpfe. Gut, es gab auch einige eintönige Stellen, wenn wir uns zum Beispiel auch an Noveria erinnern. Ich finde zum Beispiel, dass die Makrofahrt auf Noveria sehr langweilig ist, weil da einfach nicht so viel passiert. Aber dann wiederum gab es einfach auch tolle Sequenzen, wie zum Beispiel auf Wörmeier, als wir dann Sarens Anlage infiltriert haben. Das war einfach ein tolles Level. Ja. Also nochmal Respekt dafür. Auch die Charaktere sehr gut. Also Williams zum Beispiel, mit der wir ja tiefgründig interagiert haben. Joker, persönlich gesagt, mein Lieblingscharakter im Spiel. Und auch dann einfach, was ich auch noch toll finde, ist die ganzen Rassen, die sich ausgedacht wurden, die ganzen Sachen. Das ist ja ein komplettes Universum und es gibt da ja noch dieses Lexika über diese Rassen. Das hätte man sich auch noch anschauen können.
Wenn ihr das unbedingt wollt, dass ich euch das zeige, dann müsst ihr mir das in die Kommentare schreiben, dann werde ich euch das nochmal zeigen. Aber, naja, ich weiß nicht. Halte ich jetzt nicht so für notwendig. Naja, dann lasse ich jetzt noch die Credits durchlaufen und dann werden wir uns noch die Extras anschauen. Die haben aber wirklich alle Namen in diese Credits reingepackt, sogar die Kundenqualitätskontrolle. Und jetzt das Ganze nochmal für Europa, oh mein Gott. Naja, danke euch allen. Ja, und da wären wir wieder im Hauptmenü. Wow. Cool. Mass Effect ist beendet, aber... Nun gut, als letztes wollen wir uns noch unsere, unsere Erfolge noch anschauen, die wir geschafft haben. Ehrenmedaille. Spiel einmal komplett durchspielen. Belohnung schaltet Schwierigkeitsstufe Hardcore frei. Schaltet Charaktere der Level 51 bis 60 frei. Bedeutet, wenn ihr das durch habt, könnt ihr das nochmal schwieriger spielen. Liara im Artemis Tau Cluster finden.
eine fast Aussichtssituation mit Hilfe von Schmeicheln oder Einschüchtern lösen. Das haben wir, glaube ich, dafür bekommen, dass wir Rex davor bewahrt haben, sich umzubringen. Oder beziehungsweise überzutreten. Spectre Recruit. Spectre werden. Romanzenzerplot erfüllen. Elite-Status Romantik. Ja, wir haben 75% aller Vorbildpunkte erreicht. Das ist doch gut. Ja, hier dasselbe nochmal für Abtrünnige. Extreme Power Gamer Stufe 60. Power Gamer Stufe 50. Großteil des Spiels mit Azari haben wir nicht. Quarianer auch nicht. Turianer auch nicht. Krogan auch nicht. Mit dem Wächter-Squad mit Italien. Super, also haben wir das mit keinem geschafft. Na toll. Getjäger. 250 synthetische Feinde eliminieren. Wenn ihr das schafft, verbessert das eure Schildstärke um 10%. Ja, diese Dinger haben sogar wirklich Boni. Ja, also... Hier, 150 organische Feinde. Hat sich unsere Gesundheit verbessert. 1000 Credits haben wir leider nicht geschafft. Auf einer unerforschten Welt landen. War das jetzt der Mond? Weil das war, glaube ich, die einzige Nebenmission, wo wir gelandet sind. Gut, wir haben den Mond erforscht. kompletter Spieldurchgang mit mehr Schaden an Schilden als an der Gesundheit. Bringt auch was. Ja, Großteil aller Aufträge und Missionen haben wir jetzt natürlich nicht gemacht. Alle primären Codex-Einträge. Wow, das ist krass. Neuralschock, 75. Ja, da wir diese Fähigkeiten alle nicht haben, haben wir sie alle nicht. Haben wir nicht, haben wir nicht, haben wir nicht. Was haben wir hier denn nicht? Star, Astase und Barriere haben wir nie angewendet. Singularität haben wir nicht 75 Mal angewendet. Warp auch nicht. Haben wir überhaupt was 75 Mal? Ne, haben wir nicht. Gut. Anforderung, 150 Feinde mit der Pistole im Leben. Verbessert den Parameterdauer dieser Fähigkeit. Wow, cool. Übrigens, wenn ihr hier das mit zum Beispiel mit dem Scharfschützengewehr schafft, ich glaube, dann bekam man als Belohnung, dass wirklich alle sämtliche Klassen alle eine Ausbildung am Scharfschützengewehr erhalten. Also dann können die damit zielen. Zum Beispiel. Dachte ich, meine ich, wäre das. Wahnsinn habe ich leider nicht. Hardcore habe ich auch nicht. Also ihr schaltet übrigens Wahnsinn frei, wenn ihr es auf Hardcore spielt. Zweimal Mass Effect auf einem beliebigen Schwierigkeitsdurchgrad zu spielen, habe ich nicht, weil ich vor dem Let's Play das Spiel neu installiert habe. Deswegen zählt das jetzt erst als ein Durchgang. Ich habe es aber, glaube ich, vorher schon zweimal durchgespielt. Nuveria-Mission haben wir erfüllt. Oh, das war hässlich. Die Würmer-Mission, die war schön. Die Eden Prime-Mission, was? Ja, die klar, die Tutorial-Mission. Eine sehr schöne Tutorial-Mission. Pheros-Mission, auch sehr schön. Ja. Das waren soweit die Anforderungen, jetzt könnte ich noch Inhalte zum Herunterladen. Gibt's auch noch. Habe ich nicht bei Mass Effect 1 und bei Mass Effect 2 werde ich das, glaube ich, auch nicht haben. Naja, das war's soweit von mir. Von Mass Effect generell. Wie gesagt, das Einzige, was ich noch anbieten könnte, ist euch die Codex-Einträge zu zeigen, wenn ihr die sehen wollt. Also würde ich halt diese Texte zeigen, die könnte man sich da durchlesen, wenn ihr auf Pause drückt. Wenn ihr das haben wollt, also wenn ihr wirklich mehr über dieses Universum erfahren wollt von Mass Effect, dann könnt ihr mir das in die Kommentare schreiben und dann kann ich mir überlegen, ob ich nochmal einen Bonus-Video zu Mass Effect mache, indem ich das zeige. Naja. Ansonsten war es jetzt das Mass Effect. Ich hoffe, euch hat dieses gesamte Projekt gefallen. Mir auf jeden Fall. Nochmal danke an euch alle. Nochmal danke an die ganzen Entwickler. Und wir sehen uns beim nächsten Projekt wieder. Und tschüss.